Als ich meine Laufbahn begann, ist 2 Jahre vorher mein Bruder tödlich verunglückt mit dem Auto. Und ich habe mir geschworen, als ich das gemacht habe, ich will das meinen Eltern nie mehr zumuten. Und der Gedanke hat mich immer auch begleitet in meinem Leben. Ich habe gesagt, das kann ich nur ausschalten, indem ich immer perfekt vorbereitet bin. Durch eine optimale Vorbereitung wächst in dir Selbstvertrauen. Es wächst in dir einfach der Mut, dass du das machst, weil du sicher bist, du hast es im Griff. Ja, der Motorsport war natürlich früher nicht so professionell wie heute. Da gab es ein paar junge Wilde, die haben so als die coolen Typen gegolten. Die haben also keine Angst vor nichts und drauf losgefahren. Ich war alles andere. Ich war ein ganz vorsichtiger Mensch. Auch der Fahrstil selbst von mir war sehr sauber. Ich bin also nicht spektakulär gefahren, so wie die anderen. Vor allem die Skandinavier waren ja da federführend in diesem Sport. Die haben dann irgendwie gemerkt, dass du, wenn dieser Bayer da mitfährt, der schaut immer so langsam aus und wenn du auf die Uhr schaust, war er wieder der Schnellste. Also ja, da muss was dahinter stecken, was der macht. Und so haben die Skandinavier versucht, sich natürlich langsam umzustellen, aber diese Umstellung hat 25 Jahre gedauert und das war lang genug für mich, um den Sport zu dominieren. Der Alganil ist eine Prüfung, wo die Jahre vorher immer Nebel war. Dann habe ich zum Christian gesagt, wir müssen uns diesmal intensiver vorbereiten wie normal. Normal bin ich eine Prüfung 2 oder 3 Mal abgefahren. In diesem Fall bin ich sie 5 Mal abgefahren. Und dann habe ich mich aufs Bett gelegt und denke, jetzt fahre ich einmal die Prüfung in Gedanken ab. Gerade 100 Meter, aber nach 80 ist nichts so warm. Und war dann um 4 Minuten 59 schneller wie der zweitschnellste. Das war so, wie wenn kein Nebel gewesen wäre. Das ist für mich heute unbegreiflich, aber damals war ich in der Lage, mir das so vorzustellen. Du hast Leidenschaft, du hast Akribie walten lassen, daraus wächst Selbstvertrauen, aber du musst trotzdem den Mut haben, es auch zu tun.